Ernsthaft? Das heißt, du musst ja nur irgendwas bauen und dann, wenn du diese 3000 erreichen willst, reißt du das einfach ab. Jetzt muss ich natürlich nur hoffen, dass es auch wirklich reicht, dass der noch die 700 on top draufknallt. Sonst könnte man kurz vorher einfach irgendwie noch was wegreißen. Wissenschaftswilhelm, eine Drehachterbahn, das habe ich leider auch nicht im Angebot, sorry. 2,4 haben wir jetzt, hier kommen die 500, die kriegst du auch noch rein hier irgendwie. 5,7. 2,6. Na, es wird knapp. Es wird knapp. Vor allem berechne ich das jeden Tag neu. Das kann natürlich sein, wenn er beim, wenn er auf dem, vom 31. auf 1. springt, dass es dann doch nicht mehr reicht. So, jetzt haben wir noch 100. 70. 50. 20. 3008. Und reicht das? Ernsthaft. Ernsthaft einfach nur. Naja. So, jetzt hätten wir theoretisch den Kredit, um diese fliegende Achterbahn zu bauen. Könnten wir jetzt aufnehmen. Ich drücke mal Pause, dass da jetzt nichts irgendwie uns durch die Lappen geht. So, Darlehen aufnehmen. Jetzt haben wir 13,7 und damit müsste ich doch bestimmt hier. Wo haben wir jetzt Wing, ne? Flügel. Den Großangriff. Den wollte ich doch ja herstellen, glaube ich, ne? Oder war das nicht so? Ja, das passt. Jawohl. Aber der Eingang ist blöd. Kann ich das nochmal umdrehen? Vielleicht. Nee, okay, dann mache ich das andersrum. Hauptsache, wir haben das Ding gebaut. Das ist erstmal das Wichtigste. Nee, ich würde gern weiterspielen. Oh, es hat auch diese Wertung da. Okay. Testfahrt machen. Achso, ja, genau. Damals erstmal zumindest das Hauptspielziel geschafft. Guck mal, da passt doch der breite Weg. Da passt doch genau. Wahrscheinlich nicht dort hoch. So, bestanden. Geht das? Aber bitte ohne irgendwelche... Ich will das eigentlich ohne irgendwelche Clipping. Bugs hier haben den Weg. Das wäre schön. Ja, ich würde gern absenken. Sieht zwar scheiße aus, die Absenkung, aber ich hoffe mal, das passt, dass wir jetzt hier gescheit hochkommen. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr hoch, oder wie? Doch so. Na gut, dort an der Seite ist es verschmerzbar. Das ist dann dort halt eine Sandverwehung. Hauptsache, ich kann hier das Ding anbinden.
und eröffnen. So, Intensität 10,3. Jetzt ist es hier wieder rausgerutscht. Nach was geht denn das? Wenn der die Testfahrt hat, dann ermittelt er das neu? Oder das ist ja auch irgendwie blöd. Alter, was ist das für ein Quatsch? Da wollte ich eigentlich nicht hin. Könnte man eine Werbekampagne für Achterbahnen machen, aber da ist... Oh, jetzt habe ich 50.000. Jetzt kann ich den 50.000er Kredit mir holen. Darlehen aufnehmen. Den zurückbezahlen. Jetzt kann ich nämlich mir so ein Stück Land kaufen. Ich nehme mal das. Und dort könnte ich jetzt einfach diese Achterbahn bauen, dass ich hier auf dreimal diese 8,0 komme. Das war eine stehende Achterbahn. Stand-up-Coaster. Passt das? Ja. Das baue ich jetzt dreimal hier irgendwo hin. Kann man die Straße abreißen? Das geht. Da kriege ich sogar noch Geld wieder. Auch gut. So, und jetzt noch einen. Irgendwo hier reingequetscht. So, schon hätten wir das. Jetzt brauchen wir noch diese 750 Besucher im Park. So, das können wir wieder abreißen. Wie viel haben wir? 20 Monate. Was will der fahren? Der Drehachterbahn. Da können wir dem jetzt die Drehachterbahn sogar noch bauen. Die ist sogar relativ günstig. Ja, da muss ich mal diese ganzen blöden Bäume hier wegmachen. Dann kriegen wir die ein bisschen näher ran, glaube ich. Was ist mit denen hier? Warum werden die von der Massenlöschung nicht erfasst? Ja, mal den Gipfeldreher. Der passte nämlich da gut rein. Und dann führen wir... Das läuft doch hier. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dass es halt hier ein bisschen knapp wird, aber anscheinend... So, da steht, glaube ich, der Mülleimer im Weg. Deshalb geht das da nicht an der Stelle. Und die Bank vielleicht auch noch. Ach, ich wollte einfach jetzt gerade hier raus und fertig. Das ist ja eh bloß für die Achterbahn. Die Anbindung. So, und die Warteschlange. Dann eine Testfahrt. Die wir natürlich wieder on-ride mitmachen. Achso, gibt es wieder keine guten Positionen. Keine guten Kamerapositionen. Dann machen wir die nicht on-ride mit. So, und für die 705. Warte mal, das kann noch der Typ. Lass mal wieder ein bisschen Gas geben. Mechaniker aufrüsten. Das kann noch der Typ da hingehen. Wenn die hier bestanden hat, den Test. Was jetzt der Fall ist, so öffnen. Und jetzt Wissenschafts-Wilhelm macht dich zu der Bahn. Und von dem restlichen Geld haue ich jetzt Werbekampagnen raus.
Drei Monate. Familienattraktion. Weiß ich gar nicht, ob, so, ob ich hier sowas oft gebaut habe, dass sich da eine Werbekampagne lohnt. Ich kann einfach hier alles raus, was ich habe hier. Vielleicht gibt es dann auch Leute, die enttäuscht sind. Da gibt es doch gar keine Dingsattraktion. Weil jetzt will ich hier die... Das will ich jetzt ja auch noch schaffen. Und wie gesagt, da brauchen wir Werbung, Werbung, Werbung. Das ist gleich bedeutet mit einer Werbekampagne, weil die Ausgaben müssen ja auch wieder reinkommen. So, Wissenschaftsfilm. Gehst jetzt dorthin? Ja, er steht an. Sehr gut, da kommt er. Das ist auch so ein richtiger Wissenschafts-Wilhelm. Wie das wohl bei dem Meeting aussah, wo als sie das Spiel entwickelt haben, ja, lass mal so ein paar Influencer entwickeln und wie wollen wir die nennen? Wissenschafts-Wilhelm? Und alle haben sich so gegenseitig abgefeiert und abgeklatscht, weil die das so lustig fanden. Anders kann ich mir das nie vorstellen. Dieser Käse, so, es ist der gerade in der Station. Ich das ein bisschen drehen noch, die Perspektive. Hier steht er. Jetzt ist er, jetzt fährt er mit. Jawohl, da ist er drin. Und er findet es gut. Macht einen Depp oder Dab oder wie das heißt. Und freut sich des Lebens. Oh, die werden dann ganz schön dort ins Schleudern gebracht. Das ist nichts für mich. Solche Attraktionen, sage ich ganz ehrlich. So, dann haben wir gleich auch die 750... Ich will immer sagen Passagiere, Fahrgäste, aber Besucher sind das in dem Fall. So noch einer und jetzt haben wir die geschafft. So, die Frage 750, gilt jetzt der angebrochene Monat auch schon dafür? Dann müssen es immer volle Monate sein. Gucken wir mal rein, ob das gleich zählt.